Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Die Tage werden immer schöner, sonniger und natürlich auch länger. Und wie kann man das Wochenende somit am besten einleiten? Ich würde sagen, mit einem wunderschönen BMW M440i X-Drive Cabriolet. Lange haben wir darauf gewartet. Das BMW M440i X-Drive Coupé haben wir euch ja schon mal vorgestellt. Das Video hierfür findet ihr oben im Kästchen, könnt ihr mal reinschnuppern, wenn ihr wollt. Und da ist es, das 4er Cabriolet. In einem wunderschönen Sanremo Green Metallic, sehr bunt, Mut zur Farbe, finde ich auch extrem passend zum Sommer. Und ja, was ist denn eure Meinung zu dem Kandidaten hier in der Farbe? Gefällt er euch? Sehr progressiv natürlich auch gehalten, das Ganze, sehr ästhetisch. Und ja, sonderausstattungsmäßig haben wir hierbei die Scheinwerfer in der Shadowline-Variante, das heißt leicht abgetönt, gibt nochmal einen besonderen Touch hier zur Farbe, hält das Ganze wirklich auch nochmal Ton in Ton und natürlich hier mit den LED-Scheinwerfern. Optional bekommen wir die natürlich auch wieder als Laserlicht-Variante. Das Coupé müsste Laserlicht gehabt haben, meines Erachtens nach, schaut doch gerne mal da rein, so könnte das dann auch beim Cabrio aussehen. Auch hat der Kandidat hier die Shadowline mit erweiterten Umfängen, das heißt der Nierenrahmen hier schön in Schwarz gehalten. Da wir hier mit einem Vorstufenmodell zum M4 sind, sprich das M440i X-Drive Cabrio, gibt es den natürlich serienmäßig in Ceriumgrau. Das wäre jetzt die Variante, falls euch das nicht gefallen sollte. Ceriumgrau dann allerdings hier nochmal die kleinen Steppungen hier im Kühlergrill. Und dann natürlich M-typisch wirklich hier wieder die großen Einlässe am unteren Stoßdämpfer des Fahrzeuges und auch hier ein sehr schönes Flächenspiel. Schwing mal drauf, Schuh. Schaut mal hier, wie das BMW-Logo sich hier wirklich in die Karosserie einarbeitet. Und auch hier diese ganzen Zierkanten, wirklich die komplette Motorhaube hochgehen. Cooles Teil. Und da wären wir auch schon bei der Seitenansicht des neuen BMW 4er Cabriolets. Von der Seite versprüht er auch schon mal deutlichen Freiheitsdrang, so muss das doch sein. Sportlich das gute Teil. Auf 4,8 Meter Gesamtlänge, sehr markant. Der Vorgänger, der F33, also das F33 Cabriolet, hatte nur 4,7 Meter Länge, also das ist schon mal deutlich länger. Die Breite und die Höhe sind dahingehend identisch zum Vorgänger geblieben. Die Breite beträgt ca. 1,9 Meter, die Höhe 1,4 Meter, falls ihr das mal genauer wissen wollt. Ja, dann bedingt natürlich durchs M-Sportpaket und natürlich auch hier wieder die Vorstufe zum M-Automobil mit Sportfahrwerk. Das Ganze sehr tief gestaltet und das Sanremo Green besticht auch hier nochmal ganz klar von der Seitenansicht. Die Individual-Hochglanz-Shadowline mit erweiterten Umfängen, auch hier nochmal an den Seitenläufen des Fahrzeuges zu sehen. Zieht sich auch wirklich hier beim Cabrio nochmal hinten rüber über den kompletten Heckbereich des Fahrzeuges. Auf die Silhouette gehen wir natürlich später nochmal ein. Wir schauen uns den natürlich auch nochmal geschlossen an, aber optisch gesehen sieht er natürlich offen Bombe aus. Die typischen Side Scuttles sind jetzt bei dem Modell nicht mit dabei. Wie das wohl beim M4 dann sein wird, ist noch fraglich, aber das wird sicherlich auch noch eine coole Geschichte. Und die M-Embleme seitlich auch in Ceriumgrau gehalten. Auch noch wichtig, der Radstand des neuen Cabriolets beträgt exakt 4,7 Meter, identisch zum Vorgängermodell. Von der Dynamik her also vergleichbar zum Vorgänger. Was natürlich die technischen Daten betrifft, schauen wir uns auch noch am Ende des Videos an. Und was darf bei solch einem schönen Cabrio natürlich auch nicht fehlen? Der Blick aufs Verdeck. Und was das so kann, schauen wir uns genau jetzt an. Ja, das 4er Cabrio hiermit das erste BMW 4er Modell mit Stoffverdeck. Wie gesagt, die Vorgänger, die F33er Modelle, hatten ja immer das Blechtopf. Der Z4 hatte ja 2018 auch noch seinen Modellwechsel und der tauschte dann übrigens auch noch seinen Hardtop mit der Stoffmütze aus. Schön, oder? Und somit sind nun alle BMW Cabrio Modelle mit Stoffverdecken ausgestattet. Als Beispiel das 8er Cabriolet
das 4er Cabriolet, der Z4 und sogar momentan noch das 2er Cabriolet. Und was macht denn das neue 4er Stoffverdeck so besonders? BMW spricht hierbei über ein neuartiges Flächenspiegelsystem. Klingt ja jetzt erstmal kompliziert, aber einfach gesagt, die Alltagstauglichkeit eines Hardtops soll hier mit der Stoffästhetik verbunden werden. Für optimalen Klimakomfort und Akustik innerhalb und außerhalb des Fahrzeuges. Unter anderem auch, weil wir hier mehrlagige Dämmungen verwenden. Außerdem, die Glasscheibe hier hinten dran ist auch noch mit dabei. Echtes Glas. Hat auch nicht jeder. Das Dach bekommt ihr entweder in Schwarz oder optional auch in Anthrazit mit einem Silbereffekt. Und was auch noch bemerkenswert ist, dieses hier ist um ca. 40% leichter als das Hardtop der F33er Modelle. Gewichtersparnis steht natürlich auch hier an erster Stelle. Vom Stoffdach geht es jetzt direkt zur Felge, denn hier haben wir euch die 19 Zöller Leichtmetallräder als Doppelspeicher draufgepackt, die 791er M-Variante. Falls ihr dazu noch Fragen und Anregungen habt, ich sage es immer wieder, schaut doch mal in den Konfigurator rein, der ist auch sehr hilfreich. Die dunkelblaue M-Sportbremse ist natürlich auch noch mit am Start. Optional bekommen wir die auch noch in Rot, wenn euch das besser gefallen sollte. Und zum letzten Teil der Außenansicht auch nochmal die Heckansicht, extra für euch. Das Kofferraumvolumen bei dem neuen 4er Cabriolet beträgt 385 Liter. Der Vorgänger hatte nur 370 Liter. Warum? Weil der hier natürlich das Verdeck aus Stoff hat. Das liegt sozusagen etwas weiter oben drauf. Somit haben wir mehr Platz nach oben hin. Von hinten natürlich auch hier wieder typisch BMW. Die L-förmigen LED-Heckscheinwerfer und auch nochmal die Modellschriftzüge in Ceriumgrau. Sieht auch noch extrem cool zu dem Sanremo Green hier aus. Die bekommen wir natürlich auch weg mit dem Modellschriftzugentfall im Konfigurator, wenn euch das zu viel des Guten sein sollte. Unten natürlich auch nochmal die extrem markante Stoßstange mit den trapezförmigen Endrohren und auch hier nochmal sehr markant in dreiteilig die Seiteneinlässe angedeutet. Auch nochmal hier mit angedeutetem Heckdiffusor, um das sportliche Bild auch nach unten hingehend enorm zu verstärken. Und ob der Kandidat genauso giftig klingt wie seine Farbe hier, klären wir jetzt auch nochmal. Zeit für einen kleinen Soundcheck. Ich setze mich mal rein und dann schauen wir mal, ob jetzt ein bisschen Wind um die Ohren kommt. Ja, das war ja schon mal eine Ansage, oder? Klingt saftig. Und selbstverständlich der Blick auf die Sitze, Leute, darf natürlich auch nicht fehlen. Dafür mache ich es euch direkt mal hell. Und ja, hier haben wir uns entschieden, euch hochwertiges Leder Vernasca zu bieten. In Schwarz. Auch hier natürlich beim M-Modell als Sportsitzvariante. Serienmäßig kommt der natürlich als M-Sitz. Das heißt, hier auch nochmal mit den M-Farben normalerweise eingestickt. Aber das lässt sich auch sehen, gerade zum Sanremo Green. Die Aluminiumleisten Tetragon sind dann auch mit am Start. Die sehen übrigens so aus. Ich würde sagen, ich schwinge mich mal zu euch rein. Und während ich das tue, führen wir uns doch mal die neue Paketwelt der neuen 4er Cabrio-Reihe zu Gemüte. In dem Kandidaten haben wir zum einen das Open Air Package. Das heißt, ihr bekommt die Lenkradheizung, die Nackenwärme, die wir übrigens über diese beiden Knöpfe hier dreistufig einstellen können, ein Windschutz und gute Laller bei schneller Fahrt, damit wir alles schön hören, ein Harman Kardon Surround System, alles mit drin in einem Paket. Zudem hat der Kandidat auch noch das Business Package Professional, das heißt, er hat unser Live Cockpit Professional, alles voll digital. Ich denke, über die Instrumentenkombination hierbei müssen wir uns nicht mehr streiten. Die kennen wir ja mittlerweile, was das alles so kann. Vielleicht noch der kleine Blick hier auf unser Control Panel. 12,5 Zoll und mit dem Operating System 7 drauf. Sprich, unser neues Software Update.
mit neuesten Funktionen, verbesserter Sprachsteuerung und allem Pipapo. Ach ja, und was darf bei einem M440i serienmäßig auch nicht fehlen? Die Sportautomatik Steptronic, die wäre hier auch mit dabei. Ich lasse hier gerade schon mal das Dach hochfahren, damit wir uns noch mal das Dach von innen angucken können. Das ist nämlich in Anthrazit gehalten, extrem sportlich. Denn seht mal her, wir haben hier die neue Dämmung, von der ich eben gesprochen hatte. Das merken wir gerade hier und hier in diesen Bereichen. Wenn wir hier mal leicht mit der Hand drauf drücken, ist das schon wesentlich widerstandsfähiger wie bei den gewohnten Cabrio-Modellen. Und man merkt auch, die Akustik hier drin ist ganz anders. Also man fühlt sich viel geschlossener zum Fahrzeug hin. Schön hierbei natürlich auch wieder BMW-typisch. Alle Instrumententafeln sind zum Fahrer hin orientiert. Und das führt uns ja letztendlich zum Thema Fahren. Und was darf beim Fahren auch nicht fehlen? Die technischen Daten. Und die schauen wir uns draußen mal an. Ich mache die Motorhaube hoch und dann gucken wir mal, was sich drunter verbirgt. Gebaut wird das gute Stück hier übrigens im Werk Dingolfing. Und was der so kann, schauen wir uns jetzt mal an. Und wir stellen auch noch ein paar schöne Vergleiche zum Vorgänger her. Und dann schaut mal her. Ein rein typischer BMW 6-Zylinder mit sage und schreibe 274 PS. Der gleiche Motor wie beim normalen M440i X-Drive Coupé. Ja, was heißt denn hier schon normal? Normal ist hier nichts mehr. Denn das schießt auf jeden Fall gut nach vorne. Der Kandidat hier hat 2998 Kubik. Der Vorgänger, nehmen wir jetzt mal an, das BMW 440i Cabriolet, hätte auch 2998 Kubik, aber dafür auch gute 30 PS weniger. Der hier hat jetzt übrigens auch noch ein 48 Volt Mild Hybrid Bordnetz mit an Bord. Daher wiegt der Kandidat hier schon satte 1965 Kilogramm Leergewicht. Der Vorgänger, der lag bei circa 1850 Kilogramm. Daher haben wir etwas mehr Gewicht, aber dafür auch mehr Motorenleistung. 500 Newtonmeter der Kandidat, das 440i Cabriolet, der F33 hatte dann die 450 Newtonmeter. Der hier steuert dem Vorgänger übrigens in Sachen Seitenwänden, Türen und Motorhauben entgegen, denn die sind in Aluminium gebaut und somit wesentlich leichter als beim Vorgänger. Von 0 auf 100 sind sie dann beide jedoch gleich, die brauchen gute 5 Sekunden. Und die V-Max ist natürlich auch bei beiden Kandidaten damals abgeregelt gewesen, die lag bei 250 Kilometern die Stunde. Der hier ist natürlich oben raus und mittig nochmal ein bisschen dynamischer und nochmal deutlich stärker am Zug als beim Vorgänger. Also da hat sich die Technik schon stark verbessert. Und bevor wir natürlich gleich zur Verabschiedung kommen, nochmal ganz kurz der Blick darauf, was gibt es denn momentan Cabrio-mäßig alles an Motorisierungen und Antriebsmöglichkeiten? Der M440i X-Drive hier, wie der Name schon verrät, ist natürlich der einzige im Moment im Segment mit dem Allrad. Die anderen wären dann alles Hecktantriebler. Wir hätten hier ein 420i Cabriolet mit 184 PS, dann auch ein 420d Cabriolet, allerdings mit 190 PS und zu guter Letzt dann auch noch ein 430i Cabriolet mit 258 PS. Auch natürlich schön geschmeidig. Motor gut, alles gut, würde ich doch glatt sagen. Was natürlich mit den M's noch so auf uns zukommt, da kann ich euch sagen, da kommt auch noch einiges. Es gibt ja noch die M4-Modelle und sogar die M4-Competition-Modelle, voraussichtlich mit 510 PS Systemleistung. Also das wären natürlich auch noch mal ein paar Augenschmause. Und wir halten euch natürlich stets auf dem Laufenden. Bis dahin wünsche ich euch stets viel Freude beim Fahren, bleibt locker flockig und lasst ein bisschen Wind durch die Haare. Und ja, ihr wisst Bescheid, bei Fragen gerne unten kommentieren, ein Like da lassen und den Channel abonnieren. Schönes Wochenende und bis nächsten Freitag.